Oh, hallo und herzlich willkommen heute zu dem dritten Teil des GateScript-Tutorials. Ich habe ja schon ein bisschen was rumgebastelt und dann sieht man auch gleich, worum es heute geht. Nämlich erstens habe ich das Tor noch etwas verbessert mit einer kleinen Lampe und man sieht, dass es sich ganz geschmeidig öffnet und dann auch wieder schließt. Und man hat schon wieder etwas im Chat gesehen von wegen True und False. Es soll nämlich heute darum gehen, diese Polizeischranke hier vorne automatisch zu öffnen und zu schließen. Dazu habe ich ja schon mal ein kleines Skript vorbereitet. Das hier mit Tutorial 3. Ich habe einmal einen Marker erstellt, das ist dieser weiße hier, der etwas flimmert. Mit Create Marker, dann die drei Koordinaten und dann die Art in diesen Gänsefüßchen. Das ist ganz wichtig, dass ihr es mit Gänsefüßchen macht. Dann die Größe. Ich habe es jetzt mal 7 gewählt, also 7 Meter Durchmesser dürften es, glaube ich, also nein, nicht 7 Meter, 7 Koordinaten Durchmesser. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr den Teil, wo ihr dann später durchfahren wollt bei der Schranke, auch mit dem sichtbaren Teil des Markers umspannt. Ich sage extra sichtbaren Teil. Hier, der geht von da bis. Läufst du? Hier. Ich sage extra sichtbar, weil man muss etwas beachten. Wenn ich jetzt hier zu nah an den Marker rangehe, kommt False. Dann, wenn ich da rausgehe, True. False. True. Und ihr werdet jetzt bestimmt sagen: Hä, du, Master M, du bist doch gar nicht in dem Marker. Doch, ich bin in dem unsichtbaren Teil des Markers. Sozusagen in dem Kollisionsdingens hier, in diesen, was man einen ausstellen kann. Das muss man bedenken, wenn man zum Beispiel hier außen auf der Straße ist. Deswegen ist er auch ein bisschen reingerückt, dass wenn man hier außen lang fährt, dass dann nicht unbedingt die Schranke hier aufgeht. Also da immer ein bisschen Obacht geben und notfalls eine kleine Funktion schreiben, wie ich sie ja gemacht habe, um dann herauszufinden, inwiefern man dann eigentlich im Marker ist oder eben nicht. Okay, dann können wir jetzt gleich schon mal zu den Scripts gehen. Diese Schutz 1, 2 und 3, das sind diese kleinen Teile, weil ich sag mir immer, warum sollte ich diese Schranke aufwendig skripten, wenn die Leute dann einfach hier rumfahren können? Also habe ich ja einmal so einen Durchgang für die Passanten gemacht und hier ist dann einfach zu und das ins Skript eingebunden, weil es einfach einfacher ist. Also man kann entweder die Objekte in einem Skript erstellen oder wenn man gleich zum Beispiel eine Map hat auf seinem Server, wo nur Dekorationsblöcke drin sind oder Schutzblöcke, sagen wir es mal so, dann kann man eben diese. Wie heißt die Klammer? Steht das hier drinne? Ups, na, irgendwas mit Light Tower Bar oder sowas. Hier, das könnt ihr suchen im Map Editor. Dann könnt ihr diese im Skript erstellen, weil es sind ja bloß drei und sobald man das, ups, das Schrankenskript lädt, kommen die eben auch mit und erstellen sich. Okay, dann geht es ja erstmal in das Skript. Ich habe ja schon ein kleines Schranken-Control geschrieben. Und hier unten haben wir jetzt etwas ganz Neues, das sind nämlich Eventhändler. Ich erkläre das mal kurz für die Leute, die das noch nicht kennen. Wir haben ja hier oben schon mal Command-Händler verwendet. Also die Command-Händler reagieren darauf, wenn ein bestimmter Spieler, oder in dem Fall, wie wir es jetzt geskriptet haben, alle Spieler einen ganz bestimmten Command, in dem Fall den Command slash G, in den Chat schreiben. Und danach wird dann die Funktion, wie wir sie genannt haben, Funktion aufgerufen. Der Eventhändler ist eigentlich permanent aktiv, sobald das Skript aktiv ist. Und dieser kontrolliert immer, ob ein bestimmtes, wie soll ich sagen, ein bestimmter Gegenstand zum Beispiel aktiviert wird oder sich irgendwas in der Welt verändert. Es gibt ganz schön viele. Ich kann ja mal einen Link in die Beschreibung setzen, wo man die alle findet. Und da habe ich einmal On Marker Hit, also wenn irgendetwas den Marker berührt, in dem Fall ist es jetzt der hier, weil ich habe den Schrankenmarker genommen, dann rufe das Skript Schrankencontrol auf und einmal on Marker leave, also wenn ein Objekt den Marker verlässt, dann macht das Gleiche. Und insofern kann ich jetzt insofern testen, ob ein Spieler oder überhaupt ein Objekt in dem Marker drin ist oder nicht. Und das geht ganz ohne Command, sozusagen automatisch. Und es ist nicht für alles unbedingt geeignet, aber man kann es für ziemlich viele Sachen verwenden. Dann kommen wir hier schon mal
zu dem ganzen Skript. Also einmal habe ich hier wieder die zwei Sachen festgelegt. Und dann geht es ja los, if Schranke move ist gleich false, denn, also wenn die Schranke sich gerade nicht bewegt, dann soll es wieder testen, ob die Schranke oben ist. Wenn nicht, dann soll es jetzt false. Das ist einfach bloß dieser kleine Test, den ich eingebaut habe, um euch das vor uns zu zeigen, wo der Marker ist und wo nicht. Und dann müsst ihr hier eigentlich hinkommen, dass die Schranke aufgeht und hier, dass die Schranke zugeht. Das mache ich mal kurz, dann skripte ich es einfach noch mal kurz neu. Ne, Moment. Es geht damit move Object Schranke und wir lassen es einfach mal bei 300. Und jetzt die Koordinaten. Das dürften diese hier sein. Und dann einfach 0, 0, 0. Und machen den Haken wieder zu. Die Klammer meine ich natürlich. Und dann ist die Schranke oben. Und ansonsten kann ich es gleich kopieren. Und füge diese Koordinaten wieder ein, wenn die Schranke zu ist. Also wenn ich das Skript normal öffne, ist die Schranke zu. Immer ganz wichtig. Weil zum Beispiel nach einem Soll-Restart ist ja die Schranke so, wie sie eben generiert wird durch dieses Create-Object-Funktion. Und wenn ihr die Schranke, ja, wenn sie offen ist, generiert und zum Beispiel das so einstellt, dass nur Polizisten die Schranke auf und zu machen können, was ja eigentlich auch so sein sollte, dann können in der Zeit, wo keine Polizisten online sind, alle Leute in diesen Parkplatz hier rein, weil die Schranke ja offen ist und niemand sie zumachen kann oder vielleicht auch will. Und das solltet ihr immer beachten, genauso wie bei diesem Tor. Okay, dann geht es jetzt erstmal weiter. Dann haben wir das schon mal. Und dann schreibe ich wieder in Schranken-Dingens hier diese Kontrollfunktion. Wo ist die hier? Hier Gate-Check. Dann nehmen wir die jetzt einfach mal Schranken-Check. Check. Und dann war das einfach bloß. Ah ja, genau. Schranke move ist gleich false. End. Ja, die Eventhändler könnt ihr dorthin schreiben, wo ihr wollt. Wichtig ist, dass sie unter eurer Funktion sind. Also am besten Nähe, also in der Nähe von eurer Funktion, damit ihr sie schnell wiederfinden könnt. Und dann haben wir das schon mal. Da setzen wir wieder Timer hin. Schranken. Check. 300. Moment, nicht 300. Merke ich gerade 3000, Entschuldigung. 3001. Also in 3 Sekunden soll die Funktion Schrankencheck aufgerufen werden und zwar einmal. Das kommt genauso wieder hier hin. Und ich sehe jetzt erstmal nichts, was irgendwie falsch sein könnte. Also gehen wir jetzt mal in unser Skript. Ich bin mir fast sicher, dass irgendwas falsch ist. Ne? Haben wir irgendwas falsch deklariert? Hey, wie bitte? Ich weiß, was falsch ist. Diese 100. Moment mal. Boah, wenn das solche schwierigen Zahlen sind, dann komme ich immer durcheinander. Das muss ich jetzt probieren, sorry, aber. Na, ich hasse diese Rotation. Oh. Yeah, Epic Fail. Huch. Also, sie ist oben.
Hey, das sieht eigentlich ziemlich witzig aus, ehrlich gesagt. Haha. Cool. Ich wäre mal einfach. Vielleicht. Das so machen. Oh Mann, ich glaube, ich mache dann kleinen Matten Map Editor auf, weil so kann das auf jeden Fall nicht gehen. Oh Gott. So, mal gucken, ob es das war. Ah, das sieht ja gleich viel normaler aus. Ich weiß nicht, was ich mir dafür Koordinaten aufgeschrieben habe, ehrlich gesagt. Okay. Ups. Natürlich. Ja, das war so klar, dass ich wieder diese zwei Funktionen vergessen habe. Irgendwas vergesse ich immer beim Skripten. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen teste ich meine Skripts immer sehr ausführlich. Also nochmal zum Verständnis. Man muss natürlich angeben, dass die Schranke sich bewegt. Das hatte ich auch schon mal im letzten Tutorial. Also nicht wundern. Hoch. Ah, sie geht auf. Und sie geht zu. Sie geht auf. Und sie geht zu. Okay. Jetzt haben wir erstmal unsere grundlegende Schranke. Das Auto kann rausfahren. Und dann wieder rein. Können wir ja mal kurz testen. Mit. Oh, das war, glaube ich, Emergency drin. Genau, mit unserem epischen LS-Polizeiwagen. Yeah. Playback FM. Kein Bock gerade. Und wir fahren da hier so ran. Schranke geht auf. Und Schranke geht wieder zu. Okay, das dürfte erstmal funktionieren. Wir können jetzt ja auch mit Slash G wieder unser episches Tor öffnen. Und jetzt haben wir immer noch dieses mit diesen Easing Functions, die ich ja schon erwähnt habe, damit das so ein bisschen einfacher aussieht oder nicht so stockend zum Auf- und Zugehen, wie das hier ist. Sieht man, klack ist die Schranke oben. Das darf eigentlich nicht so sein. Und jetzt ist sie wieder unten. Deswegen werde ich in dem Skript jetzt noch Folgendes ändern. Wir geben hier einfach nochmal ein Komma, dann wieder die Gänsefüßchen und dann in out what? Also man muss sich das so vorstellen, es fängt langsam an, wird dann in der Mitte, zur Mitte zu Normalgeschwindigkeit. Und wird dann zum Ende wieder langsamer. Und hier kommt Outbounce hin. Also, dass es am Ende noch so ein bisschen nachhüpft. Das zeige ich euch gleich. Und die ganze Tabelle von den Easing Functions, die stelle ich euch nochmal in die Beschreibung. Jetzt können wir mal gucken. Es öffnet sich wesentlich einfacher. Und wenn wir jetzt hier wegfahren. Okay, das sah ziemlich fail aus. Dann werden wir das vielleicht mal auf 5000 stellen. Ja, es kann sein, dass die Schranke ziemlich sehr auswippt. Aber das kann man. So, das kann man in den Einstellungen von den Easing Functions dahinter noch mit einem mit Zahlen festlegen. So, es geht auf. Ja, es springt übelst nach. Aber das macht ja erstmal nichts. So, und jetzt geht's wieder zu. Okay, dann war's das jetzt erstmal mit der Schranke, denke ich mal. Also, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles verstanden. Ich werde es noch für die Leute, die das sehen wollen, noch zeigen. Hier sieht man ja schon, wenn man zu schnell durch die Schranke durchfährt. Huch, jetzt will ich es gar nicht mehr. Ah, okay, jetzt. Ja. Wenn man zu schnell durch die Schranke durchfährt, dann ist ja dieser Cooldown noch nicht zu Ende, von wegen diesen 3 bzw. 5 Sekunden, wo sich die Schranke, wo das Skript nicht reagiert. Da kann es sein,
dass die Schranke dann nicht zugeht. In dem Fall werde ich euch das dann noch zeigen, wie das funktioniert. Okay, also dann bis später. So, und dann geht's auch schon weiter. Es hat so lange gedauert, das zu erstellen, obwohl es einfach so einfach ist. Sorry, also eigentlich habt ihr davon jetzt gar nichts mitbekommen, weil das so ein Cut ist. Aber irgendwie hat das so lange gedauert, weil ich einfach keinen Plan hatte, wie ich das machen soll. Obwohl es, wie gesagt, so einfach ist. Und ich erkläre es euch jetzt mal kurz. Also, ich habe ja einmal, wenn die Schranke oben ist, dann setzt ein Timer. Das geht übrigens auch, dass man gleich die Funktion hier reinschreibt, ohne dass man die Funktionen miteinander verlinkt. Dann setzt einen Timer. Wenn die Schranke oben ist, dann hier bewege das Schrankenobjekt wieder nach unten und so die ganzen Variablen wieder updaten und setze den Timer für das Schrankencheck. Also sozusagen genau das, was hier auch steht. Und das nach 5000 Millisekunden, also 5 Sekunden. Das hier nur deswegen, weil es ansonsten ein Fail gibt, wenn man einfach nur durch die Schranke durchfährt, weil da wird einmal die Schranke wieder nach unten gelassen, nach 3 Sekunden, glaube ich, kann sein ungefähr, und dann wird sie irgendwie nochmal, also nochmal geschlossen, und dann ist es natürlich ein bisschen verbuggt. Und deswegen habe ich ja einfach nochmal diese Überbrückung oder zumindest diesen Check reingesetzt, ob die Schranke auch wirklich nach oben ist. Ansonsten gibt es ein Fail. Das kann ich euch mal kurz zeigen, hier mit meinem Infernus, der übrigens Sirenen hat, dank meinem Skript. Schleichwerbung. Okay, wir fahren ja rein, fahren gleich durch, man sieht, die Schranke ist nicht oben. Die wartet jetzt 5 Sekunden und geht zu. Bum, bum, bum. So. Und hier bei dem Tor habe ich auch noch etwas geändert. Ich kann jetzt immer noch mit Licht G das Tor öffnen. Wie gesagt, den kleinen Punkt da oben hier beleuchtet. Und jetzt bleibt er aber, jetzt blinkt er aber weiter. Und nach 10 Sekunden passiert das. So, das Licht, das Warnlicht geht aus und das Garagentor geht wieder zu. Das geht relativ einfach. Das zeige ich euch noch kurz. Und zwar, ach, dieses Auto nervt gerade etwas. So. Und zwar, ist das das hier? Genau. Das if gate moves ist gleich false. Also das ist nochmal die Überbrückung. Und ob das Tor sich schon bewegt hat. Dann bewege das Objekt, unser Tor. Erstelle die Variablen um. Und setze den Timer Gate Check auf 16 Sekunden. Das ist wichtig. Weil hier vergehen 3 Sekunden, hier vergehen 3 Sekunden. Und es dauert eben diese 10 Sekunden, die 3 Sekunden noch wegen dem Move Object. Und es dauert noch 10 Sekunden zwischen den zwei Stadien, dass das Tor also ganze 10 Sekunden aufbleibt. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie unten mit dem Set Timer hier. Und jetzt kommt noch das Blinklicht ins Spiel. Das kann ich euch nochmal kurz zeigen. Das ist ja bei Off-Camera-Scripting drin. Das funktioniert so. Ich erstelle einen Marker namens LED. Der hat diesmal nicht dieses Zylinder, sondern Corona. Das ist dieser komische leuchtende Punkt eben. Und stelle den, was ich vorhin, glaube ich, nicht ganz so richtig erklärt habe, auf die Größe 0,5. 255, 216 und 0, das sind die RGB-Werte, die kann man zum Beispiel hier feststellen. Hier hat man zum Beispiel 000, da wäre das alles, wie soll ich sagen, hier schwarz. Ich weiß nicht, wenn ich das hier 0 eingebe. Ach, schade. Ich hatte mir gerade so überlegt, vielleicht kann man ja auch ein Fahrzeug durchsichtig machen, aber auf jeden Fall der Alpha-Wert ist eben der durchsichtige Wert, das kennt man vielleicht, wenn man Bilder bearbeitet oder sowas. Und genauso könnten wir jetzt bei unserem Schranken-Marco den Alpha-Wert auf 0 stellen, um den einfach unsichtbar zu machen. Das sieht jetzt besser aus. Okay, also das LED wird generiert, schon beim Skript-Start, weil es ist ja in keiner Funktion drin. Und ich lege fest, dass Blink-Count 0 ist. Also, folgende Vorgehensweise. Man sieht es ja erst nicht, dann kommt die Funktion Blinklight, die hier oben aufgerufen wird, einfach
Blinklight und diese zwei Klammern, da wird das sozusagen aufgerufen. Und dann if Blink Count ist kleiner als 13, also diese 13 Sekunden, weil hier vergehen hier vergeht eine halbe Sekunde und hier eine ganze. Also ist ein Vorgang, Licht an, Licht aus, jeweils eine Sekunde. Und ja, wenn das Blink Count kleiner als 13 ist, dann die setze die Markerfarbe von dem LED auf die gleiche Farbe plus auf den anderen Alpha-Wert. Somit leuchtet das dann auf. Und dann setze einen Timer Blink Stopp, also dass es aufhört zu blinken. Und dann wird der Alpha-Wert einfach wieder runtergesetzt und wieder Blink Light. Und das wird so lange gemacht, bis, also hier unten, das kann ich kurz erklären, Blink Count ist gleich Blink Count plus 1. Also der Blink Count, die Variable Blink Count wird überschrieben mit der Variable plus 1. Also wenn Blink Count jetzt hier zum Beispiel 2 wäre, würde nachdem das Skript wieder durch diese Funktion dann nach oben kommt, auf 3, weil es ja plus 1 gerechnet wird. Das ist eigentlich eine ganz einfache mathematische Lösung. Und ja, das macht das so lange, bis es das 13 Mal ausgeführt hat. Und mit dem else wird dann wieder auf 0 gestellt. So, das hat jetzt doch etwas länger gedauert, kann man schon sagen. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen, wie das ohne Marker aussieht. So. Man hat also eine komplett durchsichtige Schranke. Der einzige Fail, der mir noch aufgefallen ist, ist... Pum. Ja. Hatte ich eigentlich gedacht, dass diese kleine Funktion... Wo habe ich sie hingeschrieben? Hier. Set Object Breakable, Schranke False, Entschuldigung. Dass es da was hilft, aber die ist leider bloß kleinseitig, also für jeden Spieler einzeln aufrufbar. Und ich würde mal sagen, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu doof, das euch noch alles zu erklären. Also wenn ihr das wirklich unbedingt wissen wollt, dann kann ich nochmal ein Tutorial drüber machen. Aber ansonsten könnt ihr einfach die andere Schranke verwenden. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ah, die werdet ihr schon finden. Das ist diese ganz normale rote, weiße Schranke. Ich kann ja nochmal in die Beschreibung setzen, welche ID die hat. Das habe ich gerade neben dem Kopf. Okay. Gut, dann war es das schon wieder. Ich bitte euch auf jeden Fall zu liken, zu disliken, je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Ich würde mich auch sehr freuen über einen Kommentar, wo dann drin steht, hey Master M, hast du gut gemacht, oder hey Master M, was weiß ich, das kannst du noch verbessern, verändern, oder ich habe was nicht verstanden, kannst du mir das noch erklären? Wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar, der es irgendwie ist. Ey, was weiß ich, du bist scheiße, weil du kannst was, was ich nie kann oder so. Und trotz eben dieser Hater, das mag ich nicht so. Das steht auch immer in der Beschreibung. Und da würde ich sagen, war es mit diesem Tutorial. Es sind erstmal keine weiteren Tutorials geplant, weil ich habe euch jetzt erstmal alles Wichtige erzählt. Ich bin schon wieder so ein guter Fahrer. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Master M.